Drei Magier und ein nackter Mann am Strand. Das könnte ein guter Witz werden. Karinor! Dachte erst, Fex spielt man seine Streiche. Wir haben ein neues Schiff kommandiert. Ja, ich sehe es. Flucht. Nicht das Hübscheste, aber es schwimmt. Wo habt ihr meine Arche gelassen, Kapitän? Ruft immer euch schmunzelnd zu. Wir stehen drauf. Die Götter sind mächtig und ihre Werke sind groß. Das hier ist, was aus der Arche wurde. Was? Immer schaut über die Felder, über die Bäume und sucht nach Schiffswracks oder Archenwracks. Was wo? Der Rainer hat sich erbarmt, ein Wunder zu wirken. Er hat alles Schlechte an Bord gerichtet und alles Gute blieb über. Ihr solltet unbedingt an Land kommen und euch das anschauen. Hätte sie uns unbedingt ein Schiff da lassen können? Um Himmels Willen. Steigt erst mal ab von da oben. Wirf den Anker. Ich würde auch mal die Insel betreten, sie anschauen. Schön, euch noch leben zu sehen. Wir hatten viele Verluste. Schön, euch auch noch leben zu sehen. Ihr Kapitän, eine Decke habe ich euch mitgebracht. Ah ja, danke. Reicht über meine Decke rüber. Mir tropft seit 2 Tagen das Wasser von den Eiern. Hier drauf ist es zwar ganz angenehm warm für die Jahreszeit, aber... naja. Ach, übrigens, Jalan. Geh auf dich zu und drück dir ein Amulett in die Hand. Ich glaube, das habt ihr verloren. In der Tat. Danke. Ihr solltet besser aufpassen. Wenn ich dagegen habt, ich würde sie gerne einmal analysieren, ob die Haltematrix noch in Ordnung ist. Das könnt ihr machen, wenn wir auf dem Weg nach Hause sind, oder? Ja. Aber ja, behaltet das so lange. Oh, gut. Steck sie ein. Immer rennt jetzt zu dem Apfelbaum und versucht zu erklimmen, um einen Apfel zu bekommen. Immer runter da! Ach was? Das ist kein normaler Apfelbaum! Stehst auf heiligem Boden, Junge, benimm dich! Das tue ich! Ja, wenn du dich nach oben streckst und versuchst heranzuklettern, kannst du schon erkennen, dass einer der Äpfel abfällt, dir direkt in die Hand, wenn du sie ausstreckst. Ja, das ist schön. Jetzt schaut er sich um und schaut zu der Mannschaft. Ich leg Jalan so eine Hand auf die Schulter und flüstere ihm zu. Seid ihr alle, die über sind. Wo ist der Rest der Mannschaft? Es gibt keinen Rest der Mannschaft. Verdammt. Wer noch am Leben war, wurde von den Göttern gerichtet. Und wer für schlecht befunden wurde, wurde von ihnen vernichtet. Ja, das stimmt nur so halb. Die Magistra Kohlraab ist herangetreten. Du kannst erkennen, wie ihr wohl einen Arm fehlt. Der ist allerdings mit einem Balsam bereits behandelt, sodass er eben ein Stumpf nur noch ist und nicht weiter blutet. Irgendein finsterer Mann sprang von dem Karakil hinab und schlachtete sich durch die Reihen. Durch alle. Nun ja, er wurde wohl aufgehalten durch das Wunder der Göttin, gemeinsam wie die andere Paktiererin, aber was genau dort vorgefallen ist, das muss wohl der Kapitän berichten. Immer pfeift einmal laut durch die Zähne und ruft dann einem der Schützen bzw. einem der Söldner auf dem Boot so: Ey du, fang! Und wirft den Apfel, auf dass er was zu essen hat, anstatt nur Zwieback. Ja, wird zu spät angenommen. Die Männer steigen ebenso herab und betrachten dann die Insel. Kurz zur Orientierung, das ist keine kleine Insel. Sie ist von der einen Spitze bis zur anderen Spitze, lass mich nicht lügen, 800 Meter groß. Und insgesamt gibt es hier 5 Hektar. Ich möchte ganz gerne die Leute alle mit einem Apfel versorgen. Von wegen, jeder einen Apfel, kommt her und gibt den Leuten, möchte den Leuten jetzt gerne mal einen Apfel vom Baum reichen, um ihn dann sozusagen an jeden einzelnen zu verteilen, dass jeder einen leckeren Apfel hat. Der wird immer dankbar angenommen. Und den letzten würde dann, also den letzten sozusagen, wenn die Männer versorgt sind, würde er sich selber unter den Baum setzen und ja, die Füße einfach mal aus den Stiefeln rausnehmen, die Füße in den Sand stecken und den Apfel selber essen, den letzten. Nicht die letzten vom Baum, sondern die letzten, die man für die Mannschaft gesammelt hat. Wir waren zu spät, Karinor. Als wir im Brückenturm ankamen, hat Hafaks seltsame Paktiererin scheinbar bereits nicht unbedingt die Kontrolle übernommen, aber die Liste war außer Rand und Band. Als die Arche dann noch starb, schien sie sich mit ihren letzten Atemzügen gegen uns wenden zu wollen.
nur auf das Flehen von Piranjane hin, hat die gütige Göttin uns errettet. Uns alle, möchte ich meinen, mit einem Blick über die Schulter in Jaspers Richtung. Ich verstehe. Aber sag mir, wo sind meine Männer hin? Sie werden wohl kaum alle sein. Nein. Wo ist Dreischberger? Der war doch noch am Leben. Er ist zurückgeblieben. Einige, wir haben nicht alle Männer auf das Schiff gekriegt. Es ist viel zu klein. Einige mussten leider zurückbleiben. Doch wenn ich das jetzt so betrachte, hier gibt es Nahrung, hier gibt es scheinbar Sicherheit. Kapitän, ich erbitte die Erlaubnis, sofort zurückzufahren und den Rest unserer Männer abzuholen. Könnt ihr auch mal Gift draufnehmen. Und unsere Gefallenen. Ich denke, hier ist ein Ort, wo sie sicherer sind als in der alten Schenke. Haltet ihr es für klug, noch einmal dorthin aufzusteigen? Zweifellos. Wenn wir sie nicht zurückholen, wer weiß, was die Feinde mit ihnen anstellen. Wir können nicht zulassen, dass wir als Untote wiederkehren. Nun, das werden wir vor Ort entscheiden. Die Männer haben mutig gekämpft und sind für die Götter gestorben. Wir werden sie ganz sicherlich nicht zurücklassen, nur weil es unpraktisch ist, sie zu holen. Und ich schaue dich mal geschockt an. Nichtsdestotrotz können wir uns auch nicht mit 5,5 kampffähigen Leuten in die Garnison schmeißen, wenn Palingan wieder eine aufgestellt hat. Dann sollten wir schnell handeln. Warum sollte Palingan dann zurückkehren? Er hat doch alles, was er braucht. Das Ritual wurde nicht durchgeführt. Ich nehme an, ohne es wird der Splitter einen Teil seiner Macht einbüßen. Na gut, Karinor, wie viele Leute brauchen wir? Um die Schaune zu fahren. Wie viel wäre die Minimalbesatzung, die ich mitnehmen kann? Du musst immer mit 13 Leuten fahren und 10 haben Platz. Wir brauchen mindestens 13 Leute, um dieses Schiff zu fahren. Leider. 10 können wir mitnehmen. Wir haben 25 zurückgelassen. Wenn wir stopfen, vielleicht 3 Fahrten. Nun gut. Oh, ihr habt die Leute hergebracht. Sucht euch die raus, die noch am besten auf den Beinen sind. Werde ich machen. Nach kurzem Aufenthalt kann Kiaras wieder an See stechen. Ja, ich bin definitiv rastlos. Ich ruhe mich hier nicht aus. Ich fahre mit. Ich habe mich lange genug ausgeruht. Irma kommt auch mit. Irma hilft dann auch, die ganzen Schwerverletzten alle auszuladen. Und reiche ihnen dann auch einen Apfel und dann wieder ab aufs Schiff. Ich bleib auf der Insel, weil ich bin mehr eine Hürde als eine helfende Hand. Die Reise von einer Küste zur anderen dauert 4 Stunden, beziehungsweise in 4 Stunden könnt ihr eine ganze Tour machen und die Leute wieder abladen, sodass ihr alle 4 Stunden weitere 10 Leute anlanden könnt. Können die wir anderen, in den Laderaum auch noch ein paar der Gefallenen reinstopfen? Könntet ihr auch. Das ist dann natürlich mit etwas Zeitaufwand verbunden, weil ihr einen Tag wieder hochlaufen müsst und einen Tag runterlaufen müsst. Aber das könnt ihr tun, wenn das wert ist. Das mit den Toten bergen können wir uns jetzt wahrscheinlich nicht leisten, da wir zu wenig Nahrungsvorräte haben. Sagen wir mal so, nach der dritten oder vierten Fahrt, je nachdem wie viel wir brauchen, wachsen hier noch Äpfel? Gewährt für einen uns genug Gnade, uns einen Tag lang zu ernähren? Das auf alle Fälle. Was ihr auf alle Fälle immer spüren könnt, ist, dass Pereine um euch ist. Frühlingshafter Duft, der hier im Gras liegt, Blumen, die aufblühen und auch der Apfelbaum, der hier mal wächst und mal wieder vergeht. Einige Äste sind vom Winter kahl, andere tragen zarte Blüten, leicht rosa und an anderen hängen pralle rote Früchte, sodass ihr, je nachdem, welchen der Äste ihr euch betrachtet, immer irgendetwas zu essen habt. Auf dieser Insel werdet ihr nicht verhungern. Es gibt noch weitere Funde, die ihr auf der Insel machen könnt. Zerdrückte Waffen, Tauwerk, Fässer, alles was nicht dämonisch verdorben ist und auf dem Schiff sich dort befand, könnt ihr hier noch entdecken. Zudem noch einige Dünen, die sich dann hier aufgeschichtet haben durch den Wind, teilweise 3 Meter hoch. Tonscherben, die hier herumliegen, vielleicht von zerdrückten oder zerbrochenen Brandgeschossen.
Bitte sag mir nicht, dass ich irgendwelche zertrümmerten Geschütze sehe, sonst breche ich in Tränen aus und breche zusammen. Oh, die Geschütze. Sag mir bitte nicht, dass wir irgendwelche ganzen Geschütze sehen, sonst wird Karin nur die mitschleppen wollen. Ja. Die Geschütze sind zwar nicht dämonisch verdorben, aber durch die reine Kraft der Umwandlung kannst du dann auch erkennen, dass die nicht zu benutzen sind. Also auch die Fässer, die einfachen Fässer mit Wasservorräten sind auch zerdrückt worden. Ich schau nicht hin. Ich kann nicht. Oh, guck mal. Aber da wir es uns wohl schwerlich leisten können, 100 oder 150 Tote, je nachdem wie viele da oben liegen, zurückzuschleifen. Wir sollten sie hier begraben. Werden wir es wohl auf die rondrianische Weise machen und dann Brandbegräbnis veranstalten. Ja, das können wir natürlich auch tun, wenn es aufgehört hat zu regnen dort oben. Können wir nicht wieder... Also müssen wir wirklich an dem Anleger halten und dann den ganzen Tag zurücklaufen oder können wir auch mit dem Schiff zu der Klippe fahren, hochklettern und im Prinzip unsere Leichen mit einem Seil hinunter hieven lassen? Das ist genau der Punkt, das Hochklettern. Wir haben ein Schiff, da wird es auch Seil drauf geben. Ja, aber das Hochklettern wird dadurch nicht einfacher, nur wenn man ein Seil hat. Du hast eine kleine Lorcha und du wolltest ja damals schon nicht mit Seil hoch und runter klettern. Wenn du jetzt noch Tote transportieren willst, das wird nicht klappen. Das ist immer noch Feindgebiet. Also kurz nachdem ihr dort anlandet, ihr könnt auch erkennen, dass da Paktierer wieder herumlaufen, beziehungsweise einige Leute sind da wohl wieder und versuchen das auf ihre Art und Weise zu befrieden. Das ist immer noch ein Insanktum der Charybdoroth. Und die werden da genauso aufräumen. Also gut. Also wenn der erste Kundschafter sagt, hör mal, hier laufen Leute rum, wird umgedreht. Ja. Ich wollte es zumindest versucht haben. Ist auch sehr löblich, aber das ist keine Art und Weise, das schaffen wir nicht. Wir haben unseren Auftrag erfüllt, Karenor. Und die Götter werden die Gefallenen dafür zu sich nehmen. Aber jetzt ist die Zeit, dass die Lebenden es erstmal nach Hause schaffen. Also gut. Was ist mit ihm? Was? Also Ahmad bleibt jetzt einfach da oben. Ahmad habt ihr doch mitgebracht. Ahmad ist der Einzige, den wir mitgebracht haben anscheinend. Achso. Gut, ich lasse mir von Dreischberger einen kurzen Bericht geben, wie es an Land gelaufen ist. Er berichtet wohl, dass er hat noch ein bisschen in Richtung Norden versucht zu kundschaften. Hat da allerdings, wie gesagt, mit einem Tagesabstand und wenig Sichtreichweite konnte er wenig erkennen. Er vermutet wohl aber auch, dass die Plagenbringer nach vielen Stunden dort wieder angelandet ist. Dieses riesige Schiff kann man dann wohl kaum übersehen, sagt er. Und es gab wohl auch einige Truppenbewegungen dort. Was sie dort genau gemacht haben, weiß er nicht. Gut, das reicht mir. Alle Mann an Bord, wer auch immer noch da ist. Wir legen ab. Vorerst zum letzten Mal. Welcher Kurs liegt an? Kontium oder Festum? Festum liegt an. Wir brauchen ein größeres Schiff. In der Tat, wir können wohl schlecht in 4 Fahrten die Männer nach Kontium schiffern. Wir werden nach Festum fahren, uns neu einkleiden, einige Vorräte besorgen, noch was auf Kredit und dann werden wir euch holen. Also so lange aus, die gütige Mutter wacht über euch. Das werden sie. Und damit wird halt mit uns und den 8 besten Seeleuten, die wir unter denen ausgemacht haben, abgelegt. Dann werden wir diesmal wahrscheinlich mehr mitnehmen, damit wir auch Ersatz haben zum Austausch. Kolrab und Jasper bekommen natürlich auch ihre Überfahrt nach Festum angeboten. Die nehmen sie an. Jetzt, wo es keine Dämonenarche mehr gibt, auf der Jasper verbleiben kann. Sagt, alle beide, was werdet ihr jetzt tun? Nun, ich werde meine Aufgaben in der Akademie wieder wahrnehmen. Ich habe einige gute Zeiten auf der Dämonenarche verbracht, viel analysiert, was dem normalen Magier niemals unter den Odem geraten würde. Ich habe zwar meinen Arm eingebüßt, aber dieses Opfer bin ich bereit zu bringen. Ich hoffe, die Ergebnisse eurer Analysen sind genauso weitreichend, wie ihr es euch erhofft. Und ihr, Jasper? Nun, mein Herr, was ich mit meiner Existenz anfangen soll, ich bin mir dahingehend noch nicht ganz sicher. Vielleicht der ein oder andere Abenteurer, dem ich mich anschließen kann.
In Festum werde ich zumindest nicht bleiben. Ich werde eine der nächsten Überfahrten nehmen, um von dort zu entfliehen. Wohin mich meine Wege tragen, weiß ich dann allerdings noch nicht. Ich hatte meine Zweifel, was euch angeht. Aber bis zum Ende habt ihr mehr oder minder zu uns gehalten. Als irgendwann mal in Helmport durchkommen, seid ihr herzlich willkommen. Nun, ich bedanke mich für die Einladung. Ich hatte einige anstrengende Zeiten und ich trauere zwar um das Schiff selbst, aber nun, wenn Perrine, die Göttin, etwas herumgefuchtelt hat und dieses Schiff zu einem Wunder erklärte, dann werde ich ihr nicht widersprechen. Die Götter sind groß, Jasper, und ihre Werke sind immer gerecht. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht noch nicht so sehen mögt. Das war der Schlussstrich, den sie uns gezogen haben. Wir haben mit der Arche viel erreicht, aber es muss der Ende sein. Ansonsten enden wir vielleicht eines Tages die Polygon. Ha, so jämmerlich werde ich nie werden. Das hat er bestimmt auch mal gesagt, Karas. Ich kann mir nichts helfen. Und somit zwei Tage später erreicht ihr den Hafen von Festum. Mit der kleinen Dann ist jetzt Dorche. Der neunte Perrine, kann das sein? Genau, mit den Rettungs- beziehungsweise sogar der zehnte. Zusammen mit den vielen verschiedenen Rettungsversuchen, die ihr dann unternommen hattet, jeweils 5 oder 4 Stunden, die ihr dann hin und her gefahren seid. Also wir werden heute den 10. Perrine schreiben. Gut, wenn wir ankommen in Festum und uns unsere beiden Magister verlassen, möchte ich mich natürlich von denen auch verabschieden. Magister Kohlrab, euer Wissen und eure Expertise waren wahrlich von grenzenlosem Wert. Es war eine Freude, mit euch zu reisen. Nun, das kann ich nicht erwidern, aber danke. Ich lächle einfach nur. Genauso charmant wie am Anfang. Ihr habt ein großes Werk vollbracht. Wie wir alle. Das wird zeigen, ob es hilft, die blutige See zu befrieden. Ich denke, man wird an eurer Akademie, wenn die Sache erst einmal bekannt wird, stolz auf euch sein. Wie auf meine Mutter. Nickt sie dir zu. Ich werde einige neue Thesen formulieren, jetzt wo ich Zeit habe. Aber ihr seid mir immer willkommen. Lasst nach mir schicken, wenn ihr irgendwann an Festum seid. Das werde ich. Jasper, Alexi hat mir wahrlich das Leben gerettet. Ich danke euch. Ihr seid ein herausragender Alchemist. Nun, wenn ihr meine Dienste irgendwann bedürft, dann ich bin gerne bereit, mich euch anzuschließen. Ich bin auch gerne bereit, mit nach Al-Anfa zu kommen. Dort soll es sehr warm um diese Jahreszeit sein. Oh, Al-Anfa ist wunderschön. Und dort, zumindest dort, werdet ihr immer einen Platz haben. Dessen werde ich sicherstellen. Wir werden uns wiedersehen. Auf jeden Fall. Ihr könnt euch die nächsten Tage in Festum etwas ausruhen, könnt die Sache erklären und auch dort mit der Administration besprechen. Den Verbleib eurer Dämonenarche klären und auch bei der Familie Zirkewist berichten, dass ihr eine Arche vernichtet habt. Kopfgelder einstreichen. Bis dann, Wartenberg, gestützt auf einen Stock, zusammen mit Numinoros auf euch zukommen. Euer Gnaden, euer Herrn. Ich habe gehört, ihr wollt uns demnächst wieder verlassen. Wieder zurück nach Kunchum, richtig? Das müssen wir. Die Götter haben viele Feinde, die immer noch ihr Unwesen treiben. Solange noch einer es wagt, sein hässliches Gesicht zu zeigen, solange gibt es Arbeit für uns. Arche oder nicht. Solange ihr noch in Richtung Norden seid, direkt im Bornland, möchte ich euch eine Einladung aussprechen, ein Angebot. Es kommt direkt aus Nersand, aus der Effertkirche. Ich habe dort mit Isidoro gesprochen. Er tippt sich einmal an den Kopf. Eine Ehrenzeremonie, da ihr Helden der Effertkirche seid.
Wenn ihr vor eurem Weg nach Kunchum noch einmal dort vorbeischauen wollt, in wenigen Tagen werden sie dort wohl ein Buch oder so etwas beisetzen. Ein heiliges Artefakt der Theaterritter, wenn ich es richtig gehört habe. Ganz verstanden habe ich es nicht, ich bin kein Bornländer, aber die Einladung sei ausgesprochen. Wenn die Effertkirche unsere Anwesenheit wünscht, werden wir wohl kaum ausschlagen. Dann erwartet uns in Nersand. Wir werden nur noch einige Angelegenheiten klären. Tut, was immer ihr wollt. Irgendwelche Dinge, die ihr noch tun wollt. Ansonsten Ömer und Jalan. Kapitän? Ja? Habe ich das richtig verstanden, dass es irgendwelche Kopfgelder gab? Wird da auch die Mannschaft so... die guten Köche mit einbezogen? Zwinkert mal. Ich hab dich gesehen auf Olat. Aha. Manchmal. Hast ohne zu zögern nach dem Splitter gegriffen. Das war sehr mutig. Ich werde schon dafür sorgen, dass du einen Anteil bekommst. Wir haben ihn trotzdem leider verloren. Auch wenn wir ihn hatten, bevor dieses komische Ding ihn hatte. Verrat ist ein Gift, das einen immer im allerschlechtesten Moment gebrechlich macht. Wir holen uns den Splitter schon. Früher oder später. Dafür wollte ich sowieso auch noch sagen, dass ich, wenn wir in Kunchum wieder sind, mich wahrscheinlich erstmal ein paar Wochen absetzen will. Ich habe das Gefühl, dass ich ein besserer Bogenschütze werden muss dafür, um es mit solchen, naja, Dingen aufnehmen zu können. Natürlich. Habt ihr dieses Wasser gesehen, was ihn umgeben hat? Es hat meine Pfeile einfach weggespült, habe ich das Gefühl gehabt. Also nicht jeden, aber... er war schon unheimlich. Erzdämonen verstehen sich darauf, grauenhafte Geschenke an ihre Diener zu verteilen. Nun gut, in Kunchum werden wir sicherlich bald sein. Und damit wird im Grunde klar Schiff gemacht. Uktan bekommt eine... und die Hammerhai aufgedrückt. Er soll doch bitte unsere Söldner einsammeln. Ja. Und mit denen nach Helmenport fahren. Nach Helmenport. Nach Helmenport. Da ist sie, Kapitän. Da sollen sie sich ausruhen und erstmal auf unsere Kosten ein Fass rum aufmachen. Da ist sie, claro. Unterdessen, Carino, wir werden wohl einen Abstecher nach Nersand machen müssen. Ja. Und der Rum ist ein guter Anstoß. Wie wäre es, wenn wir zur Feier anstoßen? Ich habe eine wundervolle Flasche Wein noch mitgebracht. Ei, gute Idee. Habt ihr die wieder bei Zirkelwiss aus dem Keller mitgehen lassen? Nein, die habe ich tatsächlich aus Kunstjahrloch mitgenommen. Meine Kiste stand hier auf der Feuer-Gin. Na, umso besser. Mir graut es jetzt schon vor der Rechnung, die Frau uns hinterher schreiben wird. Ich denke, wir können es uns leisten. Dann lasst mal her. Ja, unsere beiden Magier und Ömer sind natürlich auch eingeladen. Gucken wir jetzt mal Etikett an. Na klar, kommt Ömer mit beim Saufen. Was steht denn drauf auf dem Etikett? Das ist, wenn ich mich nicht irre, feinster Raststilzweiler. Ein wenig süß, aber nun gut. Ich habe lange keinen Wein mehr getrunken. Dann würden wir auch dieser munden. Ach, Eurasia oder Wein. Schenkt ein. Auch nicht zu knapp. War ja klar. Ja. Oh, ich habe sogar tatsächlich noch aranischen Schlauchwein, wenn euch das lieber ist. Oh, nein. Um Himmels Willen. Das ist was für immer. Ja, ich will das alles mal probieren. Und bei dem ersten Schluck sagt er über, der schmeckt ja gar nicht irgendwie säuerlich. Komisch. Guter Wein schmeckt woanders als schlechter Wein. Ihr müsst mal toberischen Spätessig probieren. Oh, da rollen sich euch die Fußnägel hoch. Ja. Und ja, ich schenke großzügig aus. Ich hole direkt, ich habe 8 Flaschen Wein dabei, die können wir gerne alle trinken, wenn wir wollen. Ich hole natürlich auch Zigarren herbei, falls euch danach steht. Weißt du, wir haben wirklich nichts mehr. Und Chiara packt jetzt erstmal die Reisebewirtung aus. Natürlich. Ich habe mich vorbereitet, genau auf diesen Zweck. Nachdem ihr unglaublich lang unter so enormem Druck stand, könnt sich das jetzt alles wieder abbauen. Könnt euren Körper erholen und den Geist, könnt den Entspannungen eben nachgehen, die ihr braucht, die ihr haben wollt. Und Chiaris kann da eben als Gastgeber mit den allerfeinsten und exquisitesten Waren auffahren, die er sich damals in Kunchum noch besorgt hat von seinem Geld.
und könnt das Leben genießen, wie es eben wahre Helden nach einer bestimmten Aufgabe tun. Ulmer erzählt ein wenig über sich und sein Leben und ja, wen das im Detail interessiert, der kann es im Forum nachlesen. Mein Charakter-Thread ist aktualisiert. Hinter uns steht. Zumindest der Teil, den ihr kennt. Ja, ich würde mir irgendwann Jalan schnappen. Also schnappen ist das falsche Wort. Ich sag das sogar ganz offen. Jalan, wir haben aber auch noch andere Verpflichtungen. Sobald wir in Kunichom eingetroffen sind, sollten wir in Richtung Mittelreich aufbrechen. Wir müssen uns immer noch der Inquisition stellen. Das werden wir müssen. Aber vorzugsweise an einem Ort, an dem nicht Rodon von Mendena das Sagen hatte. Und wir sollten den Markgrafen über das Schicksal seiner Tochter informieren. Ich habe bereits direkt nach unserer Ankunft einen Brief schreiben lassen. Ich werde ihn selbst noch aufsuchen, aber er ist bis erst informiert. Wir wissen schließlich nicht, wie es uns im Reich ergehen wird und ob wir jemals Gareth erreichen. Das liegt wohl jetzt in Händen von Praios und seiner heiligen Inquisition. Was denn, Gareth? Was hat er gefragt? Ja. Gareth ist eine sehr große Stadt. Noch größer, eine Stadt, okay. Noch größer als Konchom. Glaube ich ja kaum. Ich werde überrascht sein, wenn ihr in diese Stadt zu Gesicht bekommt. Ömer schaut dich an, kneift die Augen ein wenig zusammen. Größer als Kunchan. Er scheint dir nicht zu glauben. Die Heimat meiner Akademie. Dort sind noch viel mehr so wie ich. Und ich lächle. Du siehst, wie Ömer mit den Augen rollt, aber nichts dazu sagt. Und die ehrenhaften... Fahrt fort. Entschuldigt. Beim Thema Karenor. Ja, Kapitän. Ich weiß nicht, wie lange wir drei im Reich unterwegs sein werden. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr auf meinen Hafen aufpasst? Selbstverständlich. Ich werde versuchen, unseren guten Namen in Kunichom zu machen. Pack keine Krieger an, während ich nicht da bin. Ich versuche es. Vielleicht kann ich auch ein wenig Geld einbringen. Wer weiß. Ich habe schon einige Ideen. Na gut. Dann wird dann nochmal zugeprostet und am nächsten Morgen kümmere ich mich vor unserer Abreise noch darum, dass Zirkewist ein paar, naja, ansehnliche Klamotten springen lässt. Wir sind ja alle relativ hart gebeutelt. Meine Kleidung ist noch super, abgesehen davon, dass ich meinem Offiziersmantel hinterher trauere. Den hat Palligan. Ich würde die Magistra nochmal aufsuchen. Und um eine Abschrift ihrer Berichte über die Dämonenarche bitten. Die sollst du bekommen. Keras hat sich mittlerweile in warme Pelzmäntel gehüllt und hat sich einen nivesischen Anorak geholt. Ach, ist das wieder warm. Wie eine dicke, große Pelzwand, eine Kugel geht, rollt er durch Festung. Nachdem ihr euch dann ausgiebig erholt habt, könnt ihr eure Reise antreten. Folgt der Einladung in Richtung Nersand? Mhm. Dann sollt ihr auch dort die Stadt erreichen. Hier ist die blutige See noch nicht so grausam, das schwarze Eis noch weiter am Norden, sodass ihr hier zwar relativ kalt die Bucht befahren könnt, aber es gibt nichts, was euren Fähigkeiten im Wege steht. Dann erreicht ihr sie. Einige Lotsen, die dann euer Schiff durch die schwierige Passage führen, den Fluss hinauf. Hier könnt ihr den gluckernden Strudel des Näher erkennen, der euch vor wenigen Tagen, Wochen erst, hinuntergezogen hat und eure Arche in die Klammern genommen hat. Zieht einige Dinge, die auf dem Fluss treiben, nach unten in das Heiligtum von Effert. Ein dichter Nebel, der über der Stadt liegt, eure Planken wieder leicht rutschig macht, und dann könnt ihr an dem großen, breiten Hafen anlegen. Werdet dort wohl schon erwartet, nachdem ihr angekündigt wurdet, von zwei Effertgeweihten. Koi Valsaref und Yesidoro de Sylfur, der Tempelvorsteher, Hochwürden.